Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich hoffe, ihr habt die Karnevalstage recht gut überstanden. Wir sind auch wieder da und wir haben heute eine offene und freie Themensendung. Wenn ihr also gerne mit mir hier sprechen wollt, dann meldet euch unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de und wenn ihr mailt, eure Telefonnummer bitte in die Mail mit reinschreiben und kurz euer Thema formulieren und umreißen. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Miriam. Guten Morgen. Guten Morgen. 21 Jahre bist du alt. Ja, genau. Hallo. Hallo. Um was geht's, Miriam? Und zwar, ich bin mit meinem Freund jetzt seit ungefähr 2 Jahren zusammen. Mhm. Seit ungefähr 1,5 Jahren wohnen wir zusammen. Mhm. Und seit circa 2 Monaten fängt er an, mich zu überwachen, zu fragen, wohin ich gehe, mir seine Freunde hinterher zu schicken. Und seit circa 1 Woche fängt er mit dem Thema halt an, dass ich für ihn arbeiten gehen soll, das heißt anschaffen. Und ich überlege mir jetzt halt, das zu machen, weil ich habe Angst, dass er mich verlässt. Weil du Angst hast, dass er dich verlässt? Ja, genau. Er fordert von dir, verlangt von dir, dass du anschaffen gehst? Genau, erst war das halt nur so, habe ich das als Spaß gesehen. Und dann waren seine Fragen halt immer eindringlicher. Hat er denn Verbindungen so zu dem Milieu? Kennt er sich da aus? Weißt du das? Das weiß ich nicht, weil den größten Teil seiner Freunde kenne ich gar nicht. Mhm. Hat er denn einen Beruf oder arbeitet er? Nein, wir sind beide im Moment arbeitslos. Ja. Ich habe vorher im Büro gearbeitet. Mhm. Die letzten 2 Jahre, also die erste Zeit eurer 2 Jahre, die war gut, die war normal. Ja, die war wunderbar. So wie man sich das vorstellt, gleichberechtigt, alles war nett und liebevoll. Genau, er hat meine Familie kennengelernt, ich seine. Mhm. Und seit 2 Monaten sagst du, will er dich schon so bevormunden und sagt, was du tun sollst und so weiter. Genau, er fing dann halt erst an zu fragen, immer wohin ich gehe. Mhm. Und sei es nur, dass ich zur Tankstelle gegangen bin, Zigaretten holen. Mhm. Dann fing es an, dass er mir seine Freunde hinterhergeschickt hat, wenn ich mit meinen Freunden in der Diskothek war. Dass die dich beobachten, ob du auch nicht irgendetwas machst? Ja, genau. Ja, also das fiel mir dann halt auf, dass ich immer öfter welche gesehen habe. Mhm. Ja. So, und jetzt kam er mit der Sprache raus, dass du für ihn anschaffen gehen sollst. Bist du da nicht vom Stuhl gefallen, als der das gesagt hat? Ja, der hat das erst so durch die Blume gesagt und zuerst habe ich das für einen Scherz gehalten. Mhm. Aber jetzt bist du sicher, dass er das ernst meint? Genau. Sehr ernst meint? Ja. Wie hast du denn... Er hat es mir dann auch zum Schluss gesagt, dass er das will. Wie hast du denn da spontan drauf reagiert? Ich habe Nein gesagt, aber im Moment, er ist jetzt auch nicht da. Hm. Und er geht auch jetzt nicht an sein Handy. Ich weiß nicht, und ich habe halt Angst, dass er mich verlässt. Und ich liebe den halt. Mhm. Hat er dir irgendwas angedroht, was passieren könnte, wenn du das nicht machst? Er meinte halt, ich würde sehen, was passiert, wenn ich es nicht tue. Was könntest du dir darunter vorstellen, außer dass er dich verlässt? Ich weiß nicht. So gegenüber war er mir noch nie gewalttätig, aber... Das heißt, so ganz ausschließen würdest du das auch nicht? Genau. So, Miriam. Ich finde das einen absoluten Hammer, den du mir da erzählst. Einen absoluten Schockhammer. Ich finde das unfassbar, dass dein Freund das von dir verlangt. Da gibt es eigentlich gar kein Wort der Empörung für. Ja, und eigentlich will ich das ja auch gar nicht. So, aber und ich finde, dass du das unter keinen Umständen machen solltest. Das können Frauen machen, die sich die ganz freiwillig sich dazu entscheiden und diesen Weg gehen wollen. Dagegen ist nichts zu sagen, wenn das auf einer freien Entscheidung beruht, aber nicht unter diesen Umständen, unter Druck und Zwang. Was ist denn das für ein Freund, der dich, seine Freundin, die er liebt oder er gibt vor, dich zu lieben, auf den Strich schickt, dich als Hure arbeiten lässt? Was ist denn das? Ja, er hat halt gesagt, so, damit wir beide ein bisschen mehr Geld haben. Ach,
Und man kann doch für Geld nicht alles machen. Natürlich hat man da ein bisschen mehr Geld, aber wie würdest du dich dann fühlen? Ich weiß nicht. Eigentlich will ich ja nicht, aber ich habe auch Angst, dass man mich verlässt. Weißt du, Miriam, wenn der dich dann verlassen würde, sag ich jetzt so ganz, ganz spontan aus einer gewissen Distanz heraus, dann könntest du auch froh sein, dass du los bist. Du sagst, ja. du sagst, du liebst den. Ja. Eigentlich müsste die Liebe jetzt schon einen ordentlichen Schuss vom Bug bekommen haben und Risse gekriegt haben, nachdem der das gesagt hat. So, und wenn der noch vorgibt, dass er dich liebt, sagt er das eigentlich? Ja. Glaube ich nicht. Der benutzt dich. Dich einfach wie ein Gegenstand, mit dem man vielleicht Kohle machen kann. Offensichtlich siehst du ganz gut aus und du bist jung, 21 Jahre alt, da kann man gut Kohle mitmachen. Ich bin wirklich empört, sage ich dir. Stell dir mal vor, das hätte dir vor ein paar Jahren jemand erzählt. Das hätte dir deine beste Freundin erzählt. Deren Freund würde von ihr verlangen, sie soll auf den Strich gehen. Dann hättest du genauso reagiert wie ich jetzt, oder? Ja. Ja. Also Miriam, aber gar keine Diskussion, das machst du, das darfst du nicht machen. Also wo soll ich denn dann hin? Ich meine, zu meinen Eltern kann ich nicht. Und denn das Erzählen, das könnte ich nicht übers Herz bringen. Mhm. Und wir sind auch schon verlobt. Ja. Wir wollen heiraten. Ja gut, dieses Thema wollen wir erstmal hinten anstellen. Meine Eltern und seine Eltern, die freuen sich auch da drauf. Das ist alles egal. Das ist alles völlig egal. Jetzt zählt nur die Frage, die Tatsache, dass der von dir verlangt, dass du auf den Strich gehst. Jetzt musst du dem gegenübertreten und sagen, pass mal auf, ich liebe dich. Aber ich liebe dich nicht so sehr, dass ich meinen Körper und auch meine Psyche wegschmeiße. Und wenn er das nicht akzeptiert, dann geht es eben nicht mit euch beiden. Und dann musst du dich von ihm trennen und es wird einen Weg für dich geben, dass du auch alleine erstmal zur Rande kommst. Und was soll ich danach machen? Ich meine, ich weiß nicht. Wie meinst du, danach machen? Ja, wo soll ich hin? Oder ohne den kann ich nicht mehr. Doch, du kannst auch ohne den, Miriam. Du bist erst 2 Jahre mit dem zusammen und du bist erst 21 Jahre alt. Das ist vielleicht am Anfang dann krass und heftig, wenn du alleine bist und dir dein Leben selbstständig organisieren musst. Aber das kannst du, das können andere Mädels in deinem Alter auch und andere Frauen. Du musst dir immer vor Augen halten, was für ein Schaden entstehen würde, wie du dich fühlen würdest, wie du dich vielleicht dreckig und kaputt fühlen würdest danach. Und ich weiß nicht, ob ich das aus Liebe zu ihm nicht durchstehen würde. Das ist keine Liebe, das wäre Unterwerfung und Angst, das ist keine Liebe. Außerdem musst du dir vor Augen halten, dass er dich nicht liebt, wenn er so etwas von dir verlangt. Das ist der Punkt. Wenn man eine Frau liebt, Miriam, dann schickt man die doch nicht auf den Strich. Wir spielen das mal eben umgekehrt. Wenn du zu ihm sagen würdest, pass mal auf hier, du gehst für mich in die schwulen Szene anschaffen. Das wird niemand machen. Nein, ist ja völlig egal. Nur als Beispiel mal. Wie schlimm das wäre, wenn du das von ihm verlangen würdest. Was für eine Einstellung. Ich weiß nicht, er hat zu mir gesagt, wenn man einen Menschen liebt, dann tut man so einige Sachen für ihn. Und das ist ein Erpressungsversuch. Das ist völliger Quatsch. Ich fühle mich auch schuldig, weil als wir uns kennengelernt haben damals, er hat mir ziemlich aus der Patsche auch geholfen. Mhm. Finanziell und ich möchte ihm irgendwas wiedergeben. Miriam, wenn der dir geholfen hat, ist das ehrenwert. Hut ab und Respekt vor dem Burschen. Aber das rechtfertigt nicht das, was er jetzt macht. Das ist kein Freibrief für das, was er jetzt da versucht. Aber meinst du nicht, der liebt mich? Weil, das, guck mal, wir sind seit 2 Jahren zusammen. Mhm. Nein, ich glaube nicht, dass er dich liebt. Kein liebender Mann schickt seine Frau auf den Strich. Gegen ihren Willen. Punkt. Das ist der Satz. Ich habe dir klar meine Meinung gesagt, Miriam.
Jetzt hast du eine gewisse Angst, habe ich gerade rausgehört, wie das so weitergehen sollte, eventuell, wenn du allein auf die Beine kommen müsstest. Da würde ich dich gerne noch ein bisschen beraten lassen, im Hintergrund von meinem Psychologen. Okay? Ja. Ja? Also meine Meinung ist klar. Jetzt ruft dich nochmal mein Psychologe, der Peter, an. Der kann dir nochmal ein paar Tipps geben, wohin du dich vielleicht auch wenden könntest in der Not. Mhm. Und dann musst du das alleine alles durchstehen und durchentscheiden. Klar, ne? Aha. Ja, dann leg du mal bitte auf und der Peter ruft dich gleich an. Okay, dann bedanke ich mich schon mal. Alles Liebe. Recht herzlich, danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Wir haben heute eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir hier sprechen wollt. Ich habe übrigens jetzt am Wochenende etwas sehr Lustiges gesehen. Manchmal nachts laufen ja auf diversen Sendern Astro-Shows. Und da sitzen dann die Menschen, die zu der geistigen, sogenannten geistigen Welt Kontakt aufnehmen. Aber die ruft keiner an. Und dann starren diese Menschen, und das ist wirklich eine Leistung, weil muss es ja hier auch machen, bis 15, 20 Minuten immer in die Kamera. Die gucken immer ganz starr in die Kamera. Es passiert nichts. Und dann machen die Folgendes, den Radiohörern erkläre ich es gleich. Es passiert gar nichts. Die gucken ganz ernst in die Kamera. Es passiert ganz lange nichts. Und dann machen die so. Das ist lustig. Also für die Radiohörer, die sitzen dann einfach so da vor der Kamera und bewegen ihre Hände und machen so eine Gestik, dass man herkommen soll mit der Hand und halten dann die Hand wie ein Radiohörer hin, dass man doch anrufen soll. Fällt mir gerade mal nur so ein. Jetzt kommt Nina und Nina ist 19 Jahre alt. Hallo Nina. Hallo. Nina, du klingst aber seltsam. Ja, ich bin ein bisschen erkältet und auch total weinerlich und so. Aber wir versuchen das mal so, dass ich dich auch gut verstehen kann. Um was geht's denn? Die Leitung ist ja nicht so gut. Es geht halt darum, dass ich mit meinem Freund jetzt seit 2 Jahren zusammen bin. Mhm. Also ich bin 19 und er ist 22. Mhm. Und vor 4 Monaten hat er mir erzählt, dass er AIDS hat, also dass er AIDS-krank ist. Und ja, er mir das eigentlich sagen wollte, bevor wir uns verloben. Ist er HIV-positiv oder ist die Krankheit bereits ausgebrochen? Nein, ist noch nicht ausgebrochen. Ja. Seit wann ist er das? Also er meint schon länger. Wie, er meint schon länger? Ja, also er hat gesagt, er hat das von seiner Arbeit, weil er nimmt halt ständig Blut ab und alles. Und er hat sich irgendwie dann infiziert an einer Wunde. Wo nimmt er Blut ab? Der arbeitet im Krankenhaus. Ach so. Und seit wann weiß er das definitiv? Also er sagt, er weiß das schon seit, ich glaube, 3 Jahren, 3,5 Jahren weiß er das. Mhm. Ja, und weiter? Also er hat es jetzt vor 4 Monaten gesagt, sagst du? Ja, also er hat mir das halt gesagt, weil wir uns halt verloben wollten und er mir ehrlich sein wollte. Mhm. Und das Problem ist halt, seitdem schlafe ich auch nicht mehr mit ihm, weil ich einfach Schiss habe. Mhm. Also, dass ich mich vielleicht auch irgendwie den Erreger hole oder so. Mhm. Und ich auch irgendwie sage, ich kann es einfach nicht, weil das für mich so eine Blockade ist. Und er sagt einfach, er kann damit nicht leben, weil er meint, so eine Beziehung gehört halt dieses Näherkommen mit Sex dazu. Mhm. Und ich kann es einfach nicht. Aber nun seid ihr ja schon 2 Jahre zusammen. Ja. Ich wundere mich, dass offensichtlich hat er das ja schon länger, also schon gehabt, als ihr zusammengekommen seid. Warum sagt er dir das jetzt erst? Ich weiß es nicht. Wäre ich sauer, wenn ich du wäre? Ja, ich war auch stinksauer. Hm. Wie habt ihr denn vorher miteinander geschlafen? Geschützt immer? Ja, immer. Also ich könnte nicht ohne Gummi. Mhm. Also er hat es nicht gesagt, aber er hat sich verantwortungsbewusst verhalten. Kann man das so sagen? Ja. Ja. So, jetzt hat er es dir gesagt. Er hat es dir auch nicht erklärt, warum er es dir erst jetzt sagt. Ja, er sagt ja Tschüss, dass er mich verliert und alles. Mhm. Und ich sag mal, für mich ist das kein Grund, dass ich Schluss mache. Es ist einfach nur, dass ich ihm nicht mehr so nahe kommen kann. Mhm. Also ich kann nicht mit ihm schlafen. Mhm. Nach diesem Schock, nachdem du das erfahren hast? Ja. Ja. Wie ist denn dein Gefühl so zu deinem Freund? Also ich liebe ihn ganz, super toll. Vor allem meine Familie ist auch sehr schwer, mit einem Mann zu akzeptieren an meiner Seite oder einen Jungen. Mhm. Und
die haben ihn super akzeptiert und er behandelt mich gut. Mhm. Also ich finde, dass man durchaus mit einem Menschen zusammen sein kann, der HIV-positiv ist. Und ich finde auch, dass man mit dem Sex haben kann. Man weiß so viel über diese Krankheit und weiß eben auch, wie man sich schützt. Und wenn ihr immer Sex mit Kondomen habt und andere Einzelheiten in der Sexualität noch berücksichtigt, wie man sich infizieren kann, dann finde ich, dass dem gar nichts entgegenstehen sollte. Ja. Ich würde mich an der Stelle mal bei einer AIDS-Hilfe richtig informieren, mal ein Gespräch führen vielleicht oder mal so eine Infobroschüre bestellen, auf was man so alles genau beim Sex achten muss. Und dann kannst du ein ganz normales Sexleben, also ganz normal, natürlich mit gewissen Einschränkungen, aber ein ganz normales Liebesleben, finde ich, etwas modifiziert, aber dennoch kannst du leben mit deinem Freund. Ja, es ist einfach nur daran, ich habe so eine Blockade im Kopf. Kann ich völlig verstehen. Ich wäre auch, die Blockade hätte ich auch. Und ich hätte die Blockade vor allen Dingen, wenn der mir das erst nach anderthalb Jahren sagen würde. Ja. Da wäre ich erstmal stinkesauer. Nun kann man ja verstehen, dass der vielleicht auch Angst hat und vielleicht hat er schon schlechte Reaktionen erlebt und Sorge gehabt, dich zu verlieren. Er hat es dir jetzt gesagt. Und er hat sich bisher verantwortungsvoll verhalten. Das wollen wir ihm anrechnen. Klar, so. Auf jeden Fall. Und jetzt heißt es erstmal, dass du dich mit der Sache im Kopf arrangieren musst. Und am besten kann man sich damit arrangieren durch Informationen. Und wie gesagt, die Informationen kannst du dir bei jeder AIDS-Hilfe bestellen oder du gehst mal hin und führst ein Gespräch. Ja, okay, danke. Und dann sollte und dürfte eurer Liebe nichts im Wege stehen. Du kannst ja nicht deine Liebe verlassen, weil er HIV-positiv ist. Wie schrecklich. Ja, ich will ihn auch nicht verlassen. Aber es darf auch, auf Dauer darf natürlich auch keine Irritation entstehen oder keine, ich meine, ihr schlaft ja jetzt schon nicht mehr miteinander, das ist ja schon. Ja. Wie redet er denn darüber, dass ihr jetzt nicht miteinander schlaft und wie verhält er sich denn im Moment? Ja, also er redet also wir reden da ganz viel drüber und ich habe da auch schon mit meiner Mutter drüber geredet und die sagt, ja, sie kann es verstehen und alles und ja, wir sollten da vielleicht auch irgendwie vielleicht mal eine Partnerberatung eingehen oder so. Genau, oder ihr geht zusammen zu einer, oder ihr könnt auch zu Pro Familia gehen. Im Prinzip sind alle seriösen Sexual- und Partnerberatungen sind da schon gute Anlaufstellen. Natürlich die AIDS-Hilfen auch. Mhm. Das würde ich euch dringend raten. Wenn du noch Infos brauchst, wo Beratungsstelle, welche und so, können wir dir gerne an die Hand geben. Ja. Ja? Dann würden wir dich gleich nochmal anrufen, Nina, und dann wirst du versorgt. Okay, danke schön. Wir melden uns gleich bei dir. Ja, okay, alles Gute danke. Und alles Liebe. Ja, tschüss. Genau, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Benny. Benny 17, guten Morgen. Morgen. Morgen, Benny. Um was geht's? Ich hatte eine Freundin gehabt. Ja. Und mit der bin ich dann noch, also das war schon eine Weile her, aber mit der bin ich dann auseinandergekommen. Ja. Wie lange wart ihr denn zusammen? Oh, anderthalb Jahre bestimmt. Ah ja. Hm. So, und dann ist sie, also hatten wir erst eine Weile keinen Kontakt mehr. Ja. Und dann ist sie aber mit meinem Bruder zusammengekommen. Mhm. Was ja nicht so schön ist. Nee. Nee. Und seitdem sind nur Stress und seit ich Schluss gemacht hat, habe ich fast wirklich jeden Tag Alkohol getrunken und Drogen waren im Spiel und zur Schule gehe ich nicht mehr. Mhm. Das hat mich richtig runtergezogen irgendwie, ich weiß nicht. Wie lange ist das jetzt her, dass sie hat Schluss gemacht? Ja. Wie lange ist das her? Das ist ungefähr so 3 Jahre oder 2,5 so ungefähr. 3 Jahre? Ist das schon her? Ja. Seitdem habe ich aber angefangen mit 14 oder so. Ich bin halt 17. Seit 14 oder so habe ich dann schon angefangen. Dann habe ich mal ein Bier und so. Dann ist es mehr geworden und so. Das ist wirklich so krass schon, ja. Sag mal, jetzt muss ich mal die Zeiten erstmal richtig auf den Schirm kriegen. Also die hat vor 3 Jahren Schluss gemacht. Ja. Das heißt, da warst du 14. Ja. Das heißt, ihr wart so zusammen, da warst du 12,5 bis 14 ungefähr. Ja. Und seit wann ist die jetzt mit deinem Bruder zusammen? Also mit meinem Bruder war sie, also seit anderthalb Jahren, aber mit dem ist vor ungefähr 3 Wochen ist sie jetzt auch nicht mehr mit dem zusammen. Ach so, die Sache hat sich erledigt mit dem Bruder. Ja, und jetzt bin ich aber mit der bloß so befreundet. Ja. Aber die heult sich eben bei mir so aus, unter Freunden und so. Ich kann das aber irgendwie nicht mehr, ich weiß ja auch nicht, was ich machen will. Ja.
Dann habe ich überlegt, ob ich die Freundschaft beenden soll vielleicht. Mhm. Das habe ich dann versucht, aber das ist, sag ich mal, fast wie eine Sucht. Ich ruf die immer wieder an oder so. Ich nehme immer wieder Kontakt auf. Finde ich schon mal sehr gut von dir selbst beobachtet, Benny. Das scheint mir auch wie eine Sucht zu sein. Ja. Wenn du, jetzt bist du 17 Jahre alt und die ganze Sache liegt 3 Jahre zurück und du warst ja immerhin noch fast Frühjugendlicher oder Kind, als das angefangen hat. Wenn du da jetzt immer noch so hinterherhängst, ist das wirklich eine Art von Sucht. Ja. Jetzt sag mir mal, du hast gerade die Andeutung gemacht, du trinkst Alkohol? Ja. Viel? Viel, ja. Wie viel denn am Tag ungefähr? Also bestimmt Bier meistens so, also bestimmt 5 bis 10. Mhm. Und dann kommt da anders auch noch dazu eigentlich alles, Likör und Schnaps, Whisky und so. Ja. Bist du jetzt auch blau im Moment? Nee. Nee. Wie kommt das? Mann, nicht, weil ich krank bin und so, mir geht's auch nicht so gut und so. Wo, du wohnst? Heute habe ich die gleich wieder angerufen, obwohl ich ja auch keinen Kontakt mit der habe. Sag mal, du wohnst noch zu Hause bei deinen Eltern? Ja. Ja? Und machst du irgendwas? Gehst du noch zur Schule oder Ausbildung? Na, müsste ich eigentlich auch, gehe ich nicht. Nee. Du hängst nur. Gehe ich auch schon seitdem das nicht. Das heißt, du hängst seit 3 Jahren ab? Ja. Hast du auch keinen Hauptschulabschluss? Nee, gar nichts. Mann! Musste ich auf so ein BVJ da eigentlich? Was ist das? Na, Berufsvorbereitungsjahr oder so. Ach so, ja. Damit ich eine Ausbildung kriege, aber da bin ich dann auch nicht hingegangen. Jetzt kam ein Haufen Post hier von, also wegen Haufen Geldstrafen und so. Verstehe. Also du hängst ganz schön in der Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ja. Was sagen dir deine Eltern dazu? Na, wenn ich ehrlich bin, die wissen auch nicht, was sie machen sollen. Die haben mir gesagt, die können mich natürlich nicht zwingen, weil die wissen nicht, was sie denn machen sollen. Aber die haben mir gesagt, das wird doch dann bestimmt zum Jugendamt noch gehen und so. Ja. Ja, und die haben mir gesagt, dass wenigstens, wenn ich wegen dem Geld jetzt die Arbeit schon muss ich dann machen, ansonsten muss ich in den Jugendknast. Wegen dem Geld? Hast du Geld geklaut? Nee, wegen der Strafe, dass ich nicht zur Schule gehe. Da. Ach so. Woher hast du denn die Kohle für das Bier und für den Alkohol? Ja, die heißt, also manchmal hole ich von Kumpels was. Und wenn ich auch nichts habe, dann habe ich auch schon manchmal eine Flasche Klauter. Mensch, Junge. Lebt dein Bruder auch noch in der Familie? Ja. Wie viel? Der ist ganz normal zur Schule, der ist gut in der Schule und so. Bei dem läuft alles normal. Ja. Wie viele Geschwister gibt es sonst noch? Also eine große Schwester und einen großen Bruder habe ich auch noch, die sind über 20, die wohnen aber nicht mehr hier. Und bei denen läuft auch alles normal? Ja. Dann bist du so das Sorgenkind. Ja. So, Benny, jetzt sage ich dir mal was ganz klar ins Gesicht oder in deine Ohren. Ja. Brich den Kontakt radikal mit diesem Mädchen ab. Das macht dich kaputt. Du bist ja jetzt schon ziemlich weit unten. Ja. Und das ist recht beschissen für dein Alter, so weit unten zu hängen. Du könntest viel mehr tollere Sachen machen. Ja. Weil das weißt du wahrscheinlich selbst. Ja, das weiß ich auch. So, und ich glaube, die Wurzel allen Übels ist wirklich diese Frau, dieses Mädchen. Wie alt ist die jetzt? Ist sie so alt wie du? Ja, ein Jahr jünger, 16. Ein Jahr jünger sogar. Also die wird jetzt aber in diesem Monat 17 auch. Ich sag dir, wenn ich glaube, das ist der allererste Schritt, dass du aus dem Sumpf rauskommst. Wenn du, und da musst du hart sein, das geht nur mit Disziplin und Härte. Ja, und das ist es ja. Ja, da musst du dich anstrengen, Mensch. Weiß nicht. Ja, das haben wir alle erlebt. Ich habe so Sachen auch schon erlebt. Das ist grauenhaft. Da gehst du auf den Zahnfleisch, ich weiß. Ja. Aber es gibt keine andere Lösung, wenn du davon wegkommen willst, indem du es radikal machst. Die Sache ist vorbei, die ist gelaufen. Die Frau tut dir nicht gut. Du hast jetzt 3 Jahre, letztendlich hast du verschleudert für die Frau. Ja. Gefrustet, gesoffen, rumgehangen, alles nur Mist gemacht im Prinzip. Ja. Aber da ist ja... Ist ja okay, jetzt ist es passiert, du liegst das Kind im Brunnen. Jetzt heißt es nach vorne gucken. Du kannst ja alles jetzt noch das Ruder rumreißen. Du bist ja erst 17 Jahre alt. Das heißt, wenn du jetzt anfängst, dein Leben in die Hand zu nehmen, ich glaube, dass du das bisher hast auch alles so laufen lassen. Ja, habe ich ja. Ja. So, das nächste ist, dass du von dem Alkohol wegkommst. Keinen Tropfen Alkohol mehr. Aber auch nicht eine Flasche Bier. Erstmal. Ja. Wenn du dein Leben im Griff hast, kannst du dir hinterher mal einen picheln. Ist ja nichts gegen einzuwenden, aber im Moment nicht. So, wenn du davon weg bist, ich sag mal so ein paar Schritte jetzt auf, ja. Dann ist die nächste Sache, dass du einen Schulabschluss in die Tasche kriegst.
zuerst mal einen Hauptschulabschluss. Und dann wollen wir weitersehen, ob du Bock hast, noch weiter zur Schule zu gehen. Und wenn du das alleine nicht schaffst, Mensch, wir haben in Deutschland so viel Hilfs- und Beratungsstellen und Suchtberatung und weiß ich was alles, wo du dir auch Hilfe holen kannst. Aber die erste Entscheidung musst du treffen. Du bist der Herr deiner selbst. Kann ja kein Mensch, kann dich in ein anderes Leben zaubern. Dass du mit allem ja sehr unzufrieden bist, beweist mir ja, dass du hier anrufst. Ja, da bin ich auch. Ich habe schon öfter angerufen, aber da bin ich nicht mehr durchgekommen, aber jetzt hat es ja mal geklappt, ja. Ja, finde ich auch gut. Du hast jetzt Scheiße gebaut, aber schwamm drüber. Ist uns allen schon passiert und passiert uns allen immer wieder. Aber jetzt, du hast zu sehr nach hinten immer geguckt. Du hast immer in die Vergangenheit geguckt. Immer in die Vergangenheit, wie die Beziehung mal war und wie es hätte sein können. Ja, stimmt, ja. Ja, das bringt es nicht. Man muss sich irgendwann auch mit den Gegebenheiten abfinden. Das ist nun mal nicht gelaufen und läuft nicht mehr. Und wenn die dir in den Ohren liegt, die will irgendwie mit dir reden oder so, dann sag nein. Sag 10-mal nein. Kommst du aus der Berliner Gegend? Das ist ja das Problem, das kann ich immer nicht. Das musst du aber. Dann sehe ich die zum Beispiel, weil die hatte auch Kontakt mit meiner Schwester. So, dann fragt meine Schwester mich, ob ich kommen will. Zum Beispiel, wenn wir mal irgendwie feiern oder so. Ja. Ja, und dann sitze ich da und da sitzt neben mir, dann sitzt sie da auch neben mir. Denn wenn ich was getrunken habe, kommt die zum Beispiel an, ja, ich hab dich lieb und so, ja, und dann sag ich wohl, ich dich auch und dann ist wohl. Ja, Benni, aber das musst du vorher dir überlegen, wenn du nicht betrunken bist. Dann gehst du halt nicht dahin, wo die ist. Und da du sowieso demnächst keinen Alkohol mehr trinken wirst, bist du auch stärker, weil mit Alkohol ist man leichter verführbar. Ja. Da musst du einfach hart zu dir sein. Sei doch nicht so ein Waschlappen-Mensch. Und das warst du bisher. Ja, stimmt, ja. Ich habe dich gerade gefragt, kommst du, ich höre es an der Stimme, aus der Berliner Gegend? Magdeburg. Na gut, aber da gibt es ja auch genügend Hilfs- und Beratungsstellen, wenn du alleine das nicht schaffst, auch was, ich weiß ja nicht, wie groß die Sucht schon ist. Meinst du kannst von heute auf morgen mit dem Alkohol aufhören? Na, eigentlich, das ist nicht wirklich Sucht, aber wenn ich keinen Alkohol trinke, dann denke ich immer mehr an die, dann bin ich immer weiter runter und wenn ich Alkohol dann trinke, dann sag ich mal jetzt nur ein bisschen besser, oder? Mhm. Also ein Teufelskreis. Könnte vielleicht, ja. Mhm. Also, die Linie, die Richtung, habe ich dir jetzt so gesagt, was ich finde, was du machen musst. Ja. Das ist ein harter Weg. Ich würde gerne noch, dass du ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Vor allen Dingen auch, dass er dir noch ein paar Anlaufstellen in Magdeburg gibt, wohin du dich wenden könntest, wenn du Hilfe brauchst. Ja, das wäre gut, ja. Nimm dein Leben jetzt in die Hand. Bisher haben andere dein Leben in die Hand genommen. Jetzt musst du es machen. Ja. Das ist wirklich, mit 17 Jahren kannst du das alles noch wieder gut rumreißen. Und dann ist es ein toller Erfolg. Wenn du es irgendwann in einem Jahr geschafft hast, kannst du verdammt stolz sein. Im Moment kannst du nicht stolz sein auf das, was hinter dir liegt. Da bin ich auch nicht. Da liegt nur Scheiße hinter mir. So. Aber stell dir mal vor, wenn du es geschafft hast, dann kannst du wirklich stolz sein. Und das macht dich auch stärker und selbstbewusster. Ja. Ja. So, Benni. Jetzt legst du bitte auf und du wirst von meinem Psychologen zurückgerufen. Vielleicht nicht sofort, aber in den nächsten 10, 15 Minuten. Mhm. Und dann wünsche ich, hau rein und wünsche, dass du es schaffst. Ja, danke schön, Domian. Alles Gute, Benni. Ja, tschüss. Tschüss. Heute Abend haben wir ganz junge Leute hier. Das ist der Abend der jungen Leute. Jessica, 18 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Jessica, um was geht's? Also folgendes, ich bin 18 Jahre alt, mein Freund ist 20 und ich arbeite seit ein paar Monaten in einem Bordell. Mein Freund weiß das nicht. Mhm. Und jetzt ist das Problem, dass ich denke, schwanger zu sein. Und ich halt nicht weiß, mir nicht sicher sein kann, ob das von meinem Freund ist oder ob da irgendwie auf der Arbeit... Das heißt, du arbeitest als Prostituierte ohne Gummis? Nein, das nicht, aber man weiß ja nie, ob da mal was passiert ist, was man halt nicht so mitbekommen hat. Und ich habe jetzt halt Angst, dass das vielleicht nicht von meinem Freund sein könnte. Ja. Also fangen wir mal vorne an. Wie lange seid ihr beiden zusammen? Ja, 3 Jahre. 3 Jahre schon. Ja. Und du arbeitest seit kurzem in einem Bordell. Und er war seit kurzem? Ja. Er weiß es nicht? Nee. Wie kam es denn dazu, dass du diese Arbeit angenommen hast? Also ich dachte mir halt, ich war eigentlich schon immer ein relativ offener Mensch und ich dachte mir halt, warum nicht mit seinen
Hobby, sage ich jetzt mal, auch Geld verdienen, ne? Mhm. Weil ich eh nicht der Mensch bin, der damit irgendwelche Probleme hat, mhm. habe ich das eigentlich als eine gute Lösung gesehen. So. Genau. So dann dein Geld zu verdienen. Ja. Ist es eine gute Lösung? Fühlst du dich gut dabei? Also ich habe damit keine Probleme, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mhm. Macht mir Spaß, ich komme damit klar. Das Geld stimmt auch. Ja. Und so bisher, wenn du mit Freiern zusammen warst, keinen Ekel empfunden? Nee, eigentlich nicht. Also, nein. Ja. So weit, so gut oder auch nicht. Aber was natürlich ganz schlimm ist, finde ich, dass du das deinem Freund nicht erzählt hast. Nee, das möchte ich nicht, weil ich halt Angst habe, wie er darauf reagiert. Und ich kann mir vorstellen, dass kein Mann das halt gut findet. Vor allem nicht, wenn man es hintenrum macht. Ja, aber Jessica, dir ist doch völlig klar, dass du so etwas nicht auf Dauer verheimlichen kannst. Du kannst doch nicht mit deinem Freund weiter... Du, ich meine, 3 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, ja. Die ihr schon zusammen seid. Und da seid ihr ja sehr vertraut miteinander. Wohnt ihr auch zusammen? Nein, das nicht. Nee, okay, aber ihr seid ja 3 Jahre zusammen. Ja. So, und dann, was sagst du denn deinem Freund, was du beruflich machst? Er denkt, ich mache halt gar nichts. Ich habe halt meine Tante, die wohnt in einer anderen Stadt, in dem sich auch das Bordell befindet. Ja. Und ich sage dann halt immer, weil meine Tante schon was älter ist, ich sage immer, ich fahre zu ihr, ich bleibe da ein paar Nächte, um mir zu helfen im Haushalt und so. Also du musst ihn permanent belügen? Ja. Und du fährst jeden Tag zu der Tante? Nicht jeden Tag, nein. Ich bin immer eine Woche, sag ich jetzt mal, zu Hause. Ja. Dann bin ich wieder 3 Tage weg, erzähle ihm halt, ich bin bei meiner Tante, dabei bin ich im Modell. Okay, und plötzlich hast du Geld. Fällt ihm das nicht auf? Nein, eigentlich auch nicht. Ich sag, das habe ich halt von meiner Tante bekommen, von meinen Eltern. Mhm. Also er hat eigentlich nicht so den Überblick über meine Finanzen. Ganz konkret, wie lange läuft das jetzt? Mit ihm oder dass ich dort arbeite? Dass du dort arbeitest? Seit 3 Monaten. Ja. Mhm. So, das ist doch dann völlig klar, Jessica, dass du auf Dauer nicht in so einer Lüge leben kannst. Ja, aber ich Nee, kein Aber. Das muss man sich ja erstmal vor Augen halten. Du liebst deinen Freund. Ja, natürlich. Sehr. Und du möchtest mit dem auch noch lange zusammen sein. Solange es noch geht, ja. Was heißt, solange es noch geht? Also solange ihr euch liebt, möchtest du mit ihm zusammen sein. Genau. Vielleicht noch sehr viele Jahre. Ja. So, da haben wir die Grundlage. Damit, du kannst doch nicht auf so einer Lügengrundlage mit einem Menschen zusammen sein, den du so liebst, der dir vielleicht das Wichtigste im Leben ist. Ja, aber ich habe halt Angst, ihm das zu sagen, weil ich meine, darauf bestimmt auch nicht gut reagieren. Ist mir völlig klar, aber sowas muss man doch vorher mit dem Partner absprechen. Was meinst du, was dein Freund wahrscheinlich aus allen Wolken fallen wird, wenn er das erfährt? Umgekehrt wäre es genauso. Ja, natürlich. Möchtest du so behandelt werden, wie du jetzt deinen Freund behandelst? Nein. So. Also ist es doch immer ein gutes Kriterium, dass man sich selbst so verhält, wie man selbst auch gerne behandelt werden möchte. Ja. So. Jetzt finde ich, ist das allererste, was du machen musst. Entweder lass sofort diesen Job sausen oder mach reinen Tisch mit deinem Freund. Und dann musst du kannst jetzt nur in die Offensive gehen. Und du musst ihm das alles sagen. Und auch deine Sorgen. Du hast hochgepokert, was du jetzt gemacht hast. Ich weiß nur nicht, wie er darauf reagieren wird. Und ich kann mir vorstellen, dass er darauf gar nicht gut reagieren wird. Und ich weiß nicht, ob ich den ganzen Stress nicht lieber aus dem Weg gehen soll und das weiterhin so durchziehen soll. Du wirst es nicht auf Dauer durchziehen können, Jessica. Irgendwann wird es sowieso rauskommen. Und wenn es auch eine ganze lange Zeit nicht rauskommt, wirst du dir immer beschissener vorkommen. Naja. Natürlich kommt man sich schlecht vor, wenn man dann seinen Liebsten immer belügt und belügt und belügt. Ja, natürlich, das ist kein schönes Gefühl. Nein, und es kann sogar vielleicht irgendwie durchsickern durch irgendeine andere Person, was dann noch viel dramatischer für deinen Freund ist. Mhm. Ich meine, du machst es erst 3 Monate. Also jeden Tag, den du das länger machst, finde ich, ist es schwieriger. Ja, finde ich ja. Es gibt jetzt keine geschickte Rauslaviererei. Ich finde, jetzt musst du alles auf den Tisch legen. Hm. Du hast hochgepokert. Das kann sein, dass du deinen Freund verlierst. Hm, das ist mir klar. Ja, und das ist sehr schlimm. Das heißt, ist es das wert? Ist es die Kohle wert? Ja, nein, eigentlich nicht, aber... Weißt du, wenn du alleinstehend bist, habe ich gerade schon mal gesagt, und dich... Für die Tätigkeit entscheidest und ganz klar sagst, das ist für mich okay, ich mache das, dann wäre ich der Letzte, der sagen würde, du böse Frau oder so. Ja, aber ich denke mir halt, es ist mein Leben, mein Geld und jeder Mensch braucht Geld und
Ja, aber du hast dich für eine Beziehung entschieden. Ja, aber ob das halt mit ihm ein Leben lang hält oder so, ich meine, wer weiß das? Okay, dann verhalte dich aber korrekt, solange du mit ihm zusammen bist. Oder trenne dich von ihm und führe dein eigenes Leben. Da hast du natürlich recht. Aber das geht nicht. Beides auf einmal geht nicht. Ich weiß keine sanfte Lösung jetzt, als denn die Wahrheit zu sagen. Ja. Ist denn die Wahrscheinlichkeit hoch, ich kann das gar nicht beurteilen, dass das eventuell doch während der Arbeit passiert ist? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aber ich habe halt Angst, dass es doch irgendwie sein könnte, ne? Mhm. Mhm. Hast du mit den anderen Frauen mal drüber gesprochen, die schon erfahrener sind? Nein. Würde ich mal machen, wie die das so einschätzen. Mhm. Wer weiß das denn überhaupt im Moment schon, dass du schwanger bist? Ja, niemand. Mhm. Du wirst das Kind haben? Wenn es schon mal ein Freund ist, ja. Und wenn nicht, dann weiß ich, ne. Mhm. Ich denke dann nicht. Mhm. Ja, also jetzt finde ich, solltest du das erstmal Gespräch mit deinem Freund suchen. Mhm. Und dann muss man weitersehen. Und dann würde ich dir auch dringend noch eine Beratungsstelle gerne an die Hand geben, mhm. wo du dich auch diskret und anonym beraten lassen kannst in deiner mhm. Situation, wo alle Fragen auch geklärt werden können. Ja. Ja, wollen wir das so machen? Ja. Dann legst du bitte auf, Jessica, und wir rufen dich nochmal an wegen der Beratungsstelle. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hier ist Mohammed. Mohammed ist 22 Jahre alt. Hallo, guten Morgen. Ja, schönen guten Abend, Domian. Mohammed, um was geht's bei dir? Also, bei mir geht's um das Thema, sag ich mal, Jugendkriminalität, Jugendgewalt. Mhm. Und zwar, wie gesagt, ich bin jetzt 22 Jahre alt mhm. und ich bin schon, seitdem ich 17,5 bin, in der Jugendgang. Mhm. Also, das hat damals angefangen, sag ich mal, halt, wir saßen zusammen, halt, wir sind ungefähr 15 Mann mhm. in der Bande halt, wir saßen halt zusammen und haben angefangen halt so, nur so ein paar Fakten zu machen, mit Leuten zusammengesessen, halt, was man halt so macht, mhm. in, als Jugendlicher, ja. geraucht und sonst was irgendwie. Ja. Und dann wurde es halt immer schlimmer. Dann hatten wir halt mal kein Geld gehabt, sag ich mal. Dann sind wir losgezogen, haben Leute abgezogen, und sonst was. Was heißt abgezogen? Die beklaut? Ja, sozusagen. Junge Leute, ältere Leute? Nee, in unserem Alter. In eurem Alter? Ja, mhm. in unserem Alter. Also Geld, Handys, Uhren? Ja, ja. Und ja, dann haben wir uns davon was zu rochen geholt halt. Ja, und jetzt mittlerweile ist das halt so krass geworden, dass die Leute aus der Gang halt, die Leute halt richtig verprügeln und sonst irgendwie, die halt richtig demütigen und sonst was, und mittlerweile kann ich das nicht mehr mitmachen. Also ich sträub mich halt auch, wenn die sagen, ja, mach mit und ja. hau drauf und sonst was, stich mit meiner Seite und sag, das ist noch mal in Ruhe. Das ist immer noch dieselbe Gang von damals. Ja, ja. Wie viel seid ihr denn? Ja, ungefähr 15. Mann, sag mhm. Und es kommt manchmal zu richtig heftigen Übergriffen, wo Leute auch verletzt werden. Ja, wo Leute auch verletzt werden, ja. Schwer verletzt werden? Also so schwer, sage ich mal, nicht. Also wenn, dann schreitet halt auch ich und ein, sag ich mal, ein anderer ein und sagen halt jetzt gut, komm halt auf mhm. und sonst was. Aber das ist ja nicht das Problem, so von den Verletzten her. Das ist ja nicht das Schlimme. Das Schlimme finde ich halt, dass die halt die Leute richtig demütigen. Mhm. Zum Beispiel, die verletzen ja nicht. Am meisten sind die Leute halt so eingeschüchtert, weil wir sind ja viele. Und dann haben die halt meistens voll Angst, weil die sind halt nur 2-3 Mann. Mhm. Und sind halt voll viele und dann haben die halt Angst. Und stellen sich halt hin und dann demütigen die halt richtig. Zum Beispiel mit Anspucken und die sollen sich ausziehen und sonst irgendwie was halt. Mhm. Einfach so ohne Grund halt. Mhm. Und mittlerweile kann ich das nicht mehr. Und ich versuche auszusteigen. Mhm. Aber das fällt mir sehr schwer, weil ich halt die Leute alle kenne. Mhm. Und ich habe dann halt selber Angst, dass sie dann halt auf mich dann losgehen. Verstehe. Wie erklärst du dir das, dass bei dir da so ein Gesinnungswandel eingetreten ist? Das bei mir was? Wie bitte? Ja, wie erklärst du dir, dass du jetzt anders denkst als früher? Ja, ich denke mal, früher
war ich jünger gewesen, da war mir das alles nicht so bewusst, dass wir halt den Leuten so halt wehtun halt. Und auch früher habe ich das schon nicht halt so gemocht irgendwie. Ja. Das war halt irgendwie der Gruppenzwang, sag ich mal. Ich will dir mal sagen, dass ich Respekt vor deiner Haltung habe und vor deiner Meinung. Das finde ich schon toll. Also wenn man selbst in so einer Gang drin ist und das eine ganze Weile mitgemacht hat und dann von sich aus so entscheidet, das ist eigentlich nicht in Ordnung und das ist nicht gut, finde ich schon gut. Wirklich. Ja. Aber ich ahne auch, in welchen Konflikten du da jetzt drin hängst. Du hast Angst. Wittern die anderen das? Kriegen die das mit, dass du da eher der Bremser bist? Ja, klar kriegen die das mit. Also zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel sage, ja, hört mal auf oder so, sagen, ja, was bist du denn für einer? Mhm. Warum machst du nicht mit und sonst irgendwie was? Du bist ja voller Spasti oder irgendwie so, fangen die dann halt an. Und jetzt, wo das überhaupt ein Thema geworden ist mit dieser Jungkriminalität, mit halt Roland Koch und so, wurde das noch schlimmer. Also die haben sich darüber voll aufgeregt, weil da wurden ja auch so Kommentare gemacht, von wegen halt die Ausländer werden halt dazu erzogen und so. Und jetzt sagen die, jetzt müssen wir das erst richtig beweisen. Und die pushen sich halt richtig darauf auf. Und dann habe ich das erst richtig gemerkt, dass die halt richtig crazy sind, also dass sie darauf richtig abfahren. Weißt du, du hast gerade gesagt, da hast du natürlich recht mit den Demütigungen, das ist ja schlimm. Natürlich ist es auch ausgesprochen schlimm, Leute zu verletzen, weil man ja nie weiß, welche Langzeitfolgen das auch haben kann. Ja, und ja, klar. Abgesehen von den aktuellen Schmerzen, die jemand dann aushalten muss. Wenn du jetzt von heute auf morgen dich da zurückziehen würdest, du müsstest denen das ja gar nicht großartig sagen, sondern wenn du einfach nicht mehr so dahin gehen würdest, was wäre dann? Also dahin gehen würden könnte ich erstmal nicht, weil die ganz genau, wenn ich irgendwie rausgehe oder so, dann sehe ich auf jeden Fall einen von denen. Also mich ganz daraus, das geht eigentlich, theoretisch geht das eigentlich gar nicht, weil da, wo ich hingehe, sind die auch. Das heißt, das ginge nur, wenn du irgendwie... Wenn ich zum Beispiel umziehen würdest, ja. Genau, dann würde das gehen. Aus welcher Stadt kommst du? Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen, meine Stadt will ich nicht nennen, weil wenn, ich weiß nicht, ob die das jetzt sehen oder so. Okay, alles klar, ja, verstehe schon. Also ich komme aus Nordrhein-Westfalen. Das heißt, das ist so hart, dass du letztendlich nur woanders hinziehen könntest, um dich dem zu entziehen. Ja, genau. Es gibt keine, ich meine, du kennst die Szene, ich kenne sie nicht. Es gibt keine Möglichkeit, dich da so vorsichtig irgendwie rauszuschleichen, ohne dass du Opfer von denen wirst. Ne, das ginge nicht. Also es wäre auch schwer, wenn ich zum Beispiel irgendwie in Nordrhein-Westfalen irgendwo hingehen würde, weil da sind auch viele Leute, halt, die anderen Leute auch kennen. Und wenn mich da irgendwie jemand sehen würde, ich weiß nicht, wenn die sagen würden, ja, der ist einfach abgehauen oder sonst was, dann würde ich auch davon Wind bekommen und dann, keine Ahnung. Was würden die denn mit dir machen, wenn du sagen würdest, ich steige aus? Ich kenne die Leute schon lange. Ich kann das nicht einschätzen. Ich weiß nicht, ob die dann sagen würden, ja, so und so, der ist halt einfach draußen, der ist weg oder sonst was. Aber ich denke mal, dass die mich als Verräter sehen würden. Ja, und dass die dann auf jeden Fall eine Abrechnung mit mir machen würden. Also wie könnte so eine Abrechnung aussehen? Ich denke mal auf jeden Fall, dass ich zusammengeschlagen werden. Du wolltest sagen, halb tot schlagen werden? Nein, halb tot würde ich nicht sagen. Also auf jeden Fall würde ich ein paar kassieren. Und keine Ahnung, dass sie mich halt, wenn das halt so wäre, wenn ich da noch bleiben würde in der Stadt, dass die mich dann halt jedes Mal auch genauso demütigen würden. Und davor habe ich halt Angst. Gibt es denn eine Möglichkeit für dich? Ich will dich jetzt mal nicht fragen, was du beruflich machst, damit du nicht erkannt wirst. Gäbe es für dich eine Möglichkeit, in eine andere Stadt zu gehen oder weiter weg von dort, wo du jetzt wohnst? Eine Möglichkeit gibt es schon, aber es ist halt so, dass mir auch sehr viel daran liegt, wo ich jetzt... Verstehe, das ist deine Heimat oder dein Umfeld. Und, genau. In was für Zeiten leben wir? Wie schlimm, dass es so ist, dass jemand, der nicht mehr mitmachen will, Angst um seine eigene Gesundheit hat und nicht weiß, was er tun soll. Und ja, ich sag mal so, die Zeiten werden immer schlimmer. Ich habe selber miterlebt. Also, und jetzt überhaupt, halt, es wird immer schlimmer. Halt, das Einstieg, sag ich mal, von 12 Jahren an, fangen schon die Leute an, irgendwie sich zu, sich irgendwie aufzuspielen. Zu bewaffnen auch? Ja, zu bewaffnen auch, aber halt im Extremfall. Und mit 12 Jahren, sagst du? Ja, also es wird von
Zeit zu Zeitpunkt immer schlimmer. Mhm. Haben die Jungs, die Gang, haben die gefährliche Waffen bei sich? Also, sag ich mal, wenn es Rivalitäten gibt zwischen anderen Banden, dann schon, aber so, wenn sie halt so, brauchen die nicht, also machen die, also die wissen auch selber halt wegen der Justiz und so, also so im Schwerfall nicht. Mhm. Wenn, die meisten, wie ich gesagt habe, sind auch vorbestraft und die gehen das Risiko dann halt nicht ein. Ja, waren da schon welche im Knast? Ja. Ja. Mhm. Also sehr viele im Jugendknast, im normalen Knast auch. Ein paar sitzen noch. Ich finde das schon, muss ich dann auch noch, möchte ich auch noch sagen, sehr mutig von dir, dass du dich hier äußerst, Mohammed. Das finde ich sehr mutig. So eine Stimme hört man nicht oft in der Öffentlichkeit. Ja, deswegen. Also ich finde es auch richtig schlimm, weil erst jetzt ist das rausgekommen mit dieser Jugendkriminalität, obwohl es das schon seit sehr langer Zeit gibt. Ja, ja, natürlich. Sind die Leute erst jetzt darauf aufmerksam geworden. Ja, ja, ja. Und jetzt, mit welcher Erwartung hast du dich hier an uns gewendet? Ja, ich wollte einfach mal mit einer neutralen Person darüber sprechen und halt überhaupt das Thema ansprechen. Mhm. Weil ich habe das auch in letzter Zeit mitbekommen, es wird halt auch immer schlimmer. Ein paar Leute sind auch gestorben, von denen ich kenne die nicht oder so. Mhm. Aber ich habe das halt in den Nachrichten gesehen, dass irgendwie rivalisierende Jugendgangs aufeinander losgehen und halt jemand abgestochen wurde oder sonst irgendwas. Ja, hier in Köln ist auch so etwas passiert. Ja, genau, in Köln ist auch vor kurzem jemand. Du bist nur ein Insider. Was wäre für dich ein Lösungsansatz? Wie könnte man diese gewalttätige Szene etwas beruhigen? Also ich weiß nicht. Es ist halt so, die meisten sind ja davon Ausländer. Mhm. Oder halt nicht die meisten. Also sie sind auch Deutsche auch mit daran beteiligt. Also ich will das nicht auf der Ausländerschiene oder sonst was. Da ich ja selber einer bin. Mhm. Ich kann es nicht sagen. Also vielleicht ist das halt, wie die Leute mit uns umgehen. Also ich habe das auch selber gemerkt bei mir. Zum Beispiel seit den 11. September hat sich überhaupt das Verhältnis total geändert. Mhm. Also wo der 11. September passiert ist, bin ich zum Beispiel im Bus eingestiegen und die Leute haben mich mit Hass erfüllt angeguckt und ich wusste manchmal, dass irgendwie was passiert ist. Mhm. Und seit dem Zeitpunkt ist das halt so, dass halt irgendwie, wenn man schwarze Haare hat, braune Haut, kann man irgendwie nichts machen. Man kommt in keine Diskothek rein, man bekommt keinen Job, weil man direkt hat, sowieso ein Asi, das soll ein Ausländer. Mhm. Und irgendwie so, dass die Leute sich dann halt auf den Straßen irgendwie Hass aufbauen und halt dann dazu keine andere Perspektive sehen, anstatt so etwas zu machen. Man kann sowas natürlich auch immer so wahrnehmen wollen. Sicher hast du recht, aber sicher ist es auch in der Wahrnehmung übertrieben. Und so schaukelt sich die ganze Sache hoch und letztendlich sind wir uns einig, dass diese immer größer werdende Gewalt ein großes Problem ist und alles andere als eine Lösung. Mhm. Jetzt kann ich dir natürlich keinen klugen Rat geben, was du machen sollst. Das weiß ich nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich will nur noch mal meinen Respekt zum Ausdruck bringen über das, was du gesagt hast. Und möchte dir sagen, dass ich es wirklich noch toller fände, wenn du den Weg ganz raus finden würdest, dass du dich überhaupt nicht mehr an solchen Aktionen beteiligst. Ja, klar. Ich werde mal hier im Hintergrund wir werden mal ein bisschen nachhorchen, ob wir dir vielleicht irgendwie noch eine interessante Info-Kontaktstelle geben können. Ja, ich habe schon ein paar Kontaktstellen so gesammelt. Ja? Weil ich hatte selber halt hier mit der Justiz zu tun und die haben mir auch so ein paar Stellen vermittelt. Mhm. Ich denke mal, ich werde mich auch daran wenden. Also, wenn ich das selber nicht irgendwie schaffe, aber ich habe mir auch überlegt, dass ich das irgendwie selber machen muss, dann, weil das halt meine Entscheidung ist. Ja, also, meine Entscheidung steht ja in dem Sinne schon fest. Ja. Aber, du musst es durchziehen. Die Frage ist, wie du selber durchziehst. Genau, also, genau, ja. Da kann mir auch irgendwie keine aufstehende Person irgendwie helfen. Nein, letztendlich nicht. Und man kann dir vielleicht irgendwelche Hilfestellungen an die Hand geben. Also wenn wir noch hier was haben, rufen wir dich gerne gleich nochmal an. Dann kannst du das mal abgleichen, ob das mit den Infos übereinstimmt, die du schon hast. Ich fände es gut, wenn du deinen Weg weitergehst. Und finde es mutig, dass du angerufen hast, Mohammed. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, ich dir auch, Domian. Bleib gesund. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben,
0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und jetzt geht es weiter mit dem Martin. Martin ist 23, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Martin. Mein Problem ist jetzt, ich bin süchtig nach Counter-Strike. Das ist ein PC-Spiel, Ego-Shooter. Moment, du bist süchtig nach was? Nach Counter-Strike. Counter-Strike? Ja. Das ist ein was? Ein PC-Spiel. Ein PC-Spiel, hm? Ja, also wo man Leute abballern muss. Mhm. Und so. Und da bin ich extrem süchtig, würde ich sagen. Ja. Weil ich hänge davor ziemlich lange, ziemlich lange. Also mindestens, minimum 8 Stunden, sag ich mal. Mhm. Jeden Tag? Jeden Tag, also zurzeit ja, total. Seit wann schon? Das geht jetzt davor, vor 2 Wochen, war es so, dass ich immer nach der Arbeit gespielt habe und habe gerade mal 2-3 Stunden geschlafen, bin aber dann noch auf die Arbeit gegangen, total müde, aber es ging noch. Etwa seit 2 Wochen bin ich krank und hocke halt nur noch davor. Ja, und so im Ganzen, geht das jetzt ein Jahr schon oder 2 Jahre oder ein halbes Jahr? Ich würde mal sagen, ein Dreivierteljahr. Ein Dreivierteljahr? Ja, also am Anfang war es noch nicht so extrem, aber etwa, weil da konnte ich das Spiel noch nicht so gut, da hat es mich auch noch nicht so arg interessiert. Mhm. Jetzt mittlerweile habe ich viel mehr Sachen entdeckt, wie man besser Leute erschießen kann, wie man halt besser wird und das reicht also, mich. Das ist so ein Abballerspiel, also ein Rumballerspiel. Ja, genau. Ein kompliziertes Spiel, wo man sich irgendwie so nach oben spielen kann oder ist es einfach nur so ein ziemlich primitives Zeug? Nein, also es gibt auch Ligas, da kann man sich in Ligas anmelden, nennt sich ESL. Ja. Und da kann man sich anmelden und da kann man hochspielen. Ah ja. Und allgemein, da gibt es so Clans in dem Spiel, da kann die nehmen dann immer einen auf und dann gibt es immer Clan Wars, Clan gegen Clan, so Teams gegen Teams. Ja. Also wie auch immer, das Problem ist, dass du unfassbar viel Zeit mit diesem Spiel vertust. Ja, sehr viel, ja. Hast du eine Freundin? Ja, habe ich auch. Hast du eine Freundin? Was sagt die denn dazu? Die ist allerdings nicht so begeistert, überhaupt nicht. Da bleibt ja eigentlich gar keine Zeit mehr für die Freundin. Nee, das ist ja das Problem auch mit dazu. Da meine Freundin ja auch fast auf dem Wege ist, Schluss zu machen. Und auch das Problem, dass ich meine Arbeit dadurch verlieren könnte, wenn das jetzt so weitergeht. Mhm. Und ja, ich habe jetzt im Google, der ich ja Internet habe, aktiv bin, habe ich jetzt im Google mal googelt, ob es da irgendwelche Hilfen gibt. Es gibt schon, über Computersuchten gibt es schon was, aber ich habe mich da jetzt noch nicht wirklich angerufen oder richtig informiert. Naja, ich selber sehe das noch nicht so richtig als Sucht. Ich sehe es schon als Sucht, aber ich will es mir selber nicht eingestehen. Naja, immerhin rufst du mir bei mir an und erzählst das schon so als großen Problemfall. Und das, finde ich, ist ja auch ein Problemfall. Und das ist mit Sicherheit das Anfangsstadium von einer Sucht. Mit Sicherheit. Auf jeden Fall. So, nun kann man natürlich bei einer Sucht immer gleich nach professionellen Hilfen rufen und greifen. Ich finde, man sollte immer erst versuchen, das selbst in den Griff zu kriegen. Hast du schon etwas unternommen dagegen? Was heißt unternommen? Ich habe mal versucht, nicht hinzugehen, mich beschäftigen mit Freunden oder mal was anderes, aber das geht vielleicht ein paar Stunden gut, aber dann, sobald abends ist, so sei ich 6 herum oder so, dann muss ich am PC und einfach Counter-Strike spielen. Du spielst das immer online, ne? Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen schon? Mit der bin ich jetzt 1 Jahr zusammen. Ja, und die hat ja schon dir so mehr oder weniger angekündigt, das könnte zum Bruch führen, wenn dann. Ja, weil wir halt ständig nur noch streiten. Sie möchte halt auch Zeit mit mir verbringen, das ist ja ganz klar, wie früher, anfangs. Aber ich kann mich nicht überwinden oder möchte auch nicht, weil ich einfach meine Sucht so stark ist, dass ich immer wieder am PC muss und wenn sie dann meckert, dann... Und die Vorstellung, dass du sie vielleicht verlieren könntest, schreckt dich auch nicht so sehr ab, dass du dich anders verhältst? Ich kann mir das eigentlich auch nicht richtig vorstellen, dass sie mich jetzt deswegen unbedingt verlassen muss. Achso, du nimmst das noch gar nicht so ganz ernst, was sie sagt. Nee, ich sehe das glaube ich nicht. Das glaube ich erst, würde ich es wahrnehmen, wenn es so wäre, glaube ich. Kann man diese, ich frage dich, ich weiß es nicht, kann man diese Seiten... blockieren lassen, auf die du da gehst? Ich
könnte man, das geht über so einen Account, kann man sich da einloggen. Ich könnte den sperren lassen, glaube ich. Ja. Ich weiß hier aber jetzt nicht ganz genau, ob das gehen wird. So, das wäre doch schon mal eine ganz gute, schlaue Überlegung. Dass du dir erstmal überlegst, wie kann ich alle Zugänge blockieren lassen, dass ich da gar nicht rankomme. So, und wenn das unwiderruflich blockiert ist, ich weiß nicht, wie man das macht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das geht. Dann wäre das schon mal der erste Schritt. Dann würdest du die ersten 3, 4, 5 Tage vielleicht auf dem Zahnfleisch gehen und würdest dich ärgern und denken und so. Aber das ist dann halt dein in Anführungszeichen Entzug. Mhm. Aber vielleicht ging es dann bergauf. Das könnte vielleicht eine Lösung sein, aber dadurch, dass das ja Account ist und könnte ich mir dann eventuell, wenn ich den zu arg auf einem Zug bin, dann könnte ich mir das Spiel wieder kaufen und dann tue ich es wieder neu installieren, neuen Account und dann kann ich wieder spielen. Mhm. Und das ist dann, also denke mal, wäre das nicht unbedingt die Lösung, aber es wäre vielleicht eine kleine Lösung. Es wäre der Anfang. Ja, es wäre der Anfang. Das andere ist schon wieder eine Aktion. Da musst du irgendwo in einen Laden gehen, das Ding kaufen und währenddessen hast du ständig das schlechte Gewissen. Und es steht jemand neben dir und sagt, das solltest du jetzt nicht tun, das solltest du jetzt nicht tun. Weißt du? Ich würde es auf jeden Fall erstmal so probieren. Mhm. Und wenn es dann doch zu dem Kauf kommt, dann müsste man vielleicht irgendwie Tricks sich überlegen, wie man das noch unterbinden könnte. Aber das eine ist ja schon mal ein großer Schritt. Wenn du einfach nicht, wenn du online bist, da ran kannst. Das stimmt, ja. Hast du denn früher, so von einem Jahr oder so, auch schon irgendwie gerne Spiele gespielt im Netz? Ja. Ich spiele gern eigentlich, so seit meinem 15. Lebensjahr, spiele ich eigentlich immer irgendwas. Also wenn es PlayStation war oder Xbox. Mhm. Weißt du, ich meine, das ist jetzt eine sehr perspektivische Überlegung. Gut wäre natürlich, wenn du dir irgendwas ausdenken würdest, wo du mit anderen Leuten etwas zusammen machen könntest, mit realen Menschen. Das heißt, dass du nicht zu Hause bist, sondern dass du irgendwo in deiner Freizeit hingehen müsstest. Sei es irgendein Sportverein oder ich weiß nicht, irgendwas, was dich interessiert. Gibt es irgendwas, was dich so interessiert, wo du sagen würdest, könnte ich mir vorstellen? Ja, ich war ja früher mit dem Fußballverein und auch mit Freunden unterwegs. Mhm. Ja, Freunde, das ist halt mit dem Alter und arbeiten gehen, haben wir uns alle verloren, ja. Mit Freunden. Und Fußballverein habe ich ja auch aufgeben durchs Internet, sagen wir mal so. Ja, okay, wenn Fußball dich eben so interessiert wäre, das ist vielleicht auch eine Möglichkeit, da wieder einzusteigen. Da hast du deine festen Zeiten, wo du, weiß ich, wie viel Mal in der Woche trainieren musst, da siehst du die Jungs, da macht man vielleicht danach noch was miteinander. Und so hast du, ich meine, das sind alles so Aktionen, mit denen man sich dann erstmal überlisten muss, weißt du? Ja. Das ist bei jeder Sucht so. Man muss sich so kleine Sachen überlegen, an die man sich dann strikt halten sollte oder halten muss sogar, um in einen, auf eine neue Lebensschiene, neue Verhaltensschiene zu kommen. Aber das ist immer mühsam. Und deswegen machen die meisten Leute das auch nicht. Aber nur so geht das. Und ich finde das ja auch toll, dass du jetzt schon so, ja, die Warnglocken hast so ein bisschen klingeln hören. Jetzt schaffst du es vielleicht noch eher, als wenn du das noch ein ganzes Jahr so extrem machst. Ja, das stimmt. Weißt du? Insofern ist das alles gut. Ist die Zeit vielleicht ganz gut, jetzt mal einmal radikal zu sein und dann hat man es hinter sich. Du machst dir dein Leben kaputt mit so einem Zeug. Ja, das ist auf dem Weg zum Kaputtgehen. Ja, und man vereinsamt ja auch völlig damit. Und du wirst ja auch ein bisschen gaga im Kopf, wenn du nur sowas machst. Das stimmt. Ja. Ja. Also, ich glaube, die Linie ist so ein bisschen klar, ne? Was du tun könntest. Ja, jetzt wo Sie mir das jetzt erklärt haben, mit dem Fußballverein, das wäre auf jeden Fall einmal der Anfang. Ja. Bevor alles total kaputt geht. Ja. Ich meine, die nächste Möglichkeit ist natürlich dann, dass man sich schon in einer Suchtberatungsstelle mal beraten lässt für so eine Sache. Aber mach das erstmal selbst. Mach es erstmal selbst. Dann kannst du dich immer noch mal an eine Suchtberatungsstelle wenden und sagen, ich schaff's nicht alleine. Ja? Genau. Lieber Martin, die Sendung ist gleich oben. Alles Gute wünsche ich dir. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Liebe Leute, das war's für heute in der Technik Gero Kuntermann. Morgen sind wir auch wieder da, freie Themennacht. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr 1 Festival und 1 Uhr WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage tschüss. Bis morgen. Bye, bye.